Dienstag ist er hier. Meinst du, der kommt am Dienstag? Okay, also Mädels, der Gianno, der behauptet, der Dario kommt am 28. Februar, ist ein Dienstag. Wann kommt er denn? Morgens, Mittag, Abend? Freitag. Wie Freitag? Ich dachte doch Dienstag. Der kommt schon am Freitag. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Das macht aber nichts. Das ist einfach so, das malt oder schreibt schwarz. Der Gianno, der macht gerade hier ein Kreuzchen an seinem Kalender. Hat er dir ja mitbekommen, ne? Was machst du? Oder nimm ein anderes Schatz. Guck mal, der hier. Wenn er nicht malt, dann kann der auch. Du brauchst so ein Kleidchen. Ja, aber der ist auch nicht so gut. Und ich brauche den. Komm. Ja, macht in meinem Kalender ein Kreuzchen, damit der weiß, aha, wann habe ich Geburtstag. So braucht er nicht ständig fragen. Na, Gianno ist ja nicht mehr lang und die Tage, die vergehen ja wie im Flug. Ich habe mega gut geschlafen, also unglaublich irgendwie heute Morgen. Ich war so fit und nicht nur mega gut geschlafen, sondern ich werde nachts immer wach, ja, weil ich Pipi muss. Und die Nacht dann gar nicht. Und heute Morgen, der Carlos hat mich geweckt. Oder uns alle eigentlich. Und dann bin ich erstmal direkt zur Toilette. Ich muss jetzt so dringend Pipi. Sehr gut. Du kannst das jetzt wieder wegpacken, ne? Dann geht's morgen weiter. Genau. Wenn du möchtest, kannst du dann hier hinschreiben, 6. der Montag, Einladungen. Dann weißt du, wann du die Einladungen mit in die Schule nimmst. Ja? Kannst du einen Brief dahin machen? Kannst du auch, wenn du lieber malen möchtest. Weißt du wie? Wo denn nochmal hin? Ja, Montag. Bei 7? Nee, Montag. Montag? Ja, was ist das für ein... Welches Datum? Da? Der 6. Richtig. Da kannst du einladen. Ich glaube, 5 Tage vorher reicht voll aus. Wenn du willst, können wir es auch schon Freitag. Eine Woche vorher. Das entscheidest du, ja? Wann du das mit in die Schule nehmen möchtest. Ich habe ja heute ein bisschen was geplant. Und zwar die Wickelkommode will ich ja tipptopp machen. So? Fürs Baby. Wow. Das heißt, alles was oben drauf ist. Also in der ersten Schublade werde ich, glaube ich, schon mal anfangen. Aber ich wollte jetzt auch nicht übertreiben. Wie man sieht, das ist alles vollgepackt. Ich werde erstmal alles runternehmen. Daneben habe ich einen Tisch. Ich werde das dann da hinstellen. Dann werde ich erstmal alles sauber machen. Und dann zeige ich euch, wie ich das so ungefähr sortiere. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ich das immer wieder mal anders mache, weil es mir dann doch anders besser gefällt oder praktischer finde oder vielleicht habt ihr auch ein paar Tipps, wie ich es anders machen könnte, falls ich da gleich nicht so ganz zurecht habe, zurechtkomme. Ich habe da so eine Vorstellung, wie ich das Ganze so haben möchte. Am liebsten alles griffbereit, was man so braucht, sei es jetzt Pampers oder bestimmte Cremes. Sieht gut aus, Schatz. Nur das jetzt sieht so schräg aus. Ja. Dann aber auch so alles sortieren, dass die Lu nicht drankommt. Also, sie kommt nämlich dran, so am Rande. Und wenn das nicht irgendwo drin ist, dann schnappt die sich das auch schon mal. Die weiß schon ganz genau, wie man solche Tuben aufmacht und so. Das kann sie alles. Deswegen. Das geht schon ums nächste Mal und das hier auch. Weißt du, was da steht? Was? Was steht da, wo Melina steht an ihrem Geburtstag? Oma kommt. Oma kommt. Süß. Ja, ich, genau, dann gehe ich ja jetzt am Dienstag. Da bin ich in der 35. Schwangerschaftswoche. Und zwar gehe ich ins Mutterschutz. Das heißt, ich arbeite ab da nicht mehr. Und ja. Dario kommt bei Dienstag. Dienstag, der 28. Dienstag ist Dario. Meinst du, der kommt am Dienstag?
Okay, also Mädels, der Gianno, der behauptet, der Dario kommt am 28. Februar, ist ein Dienstag. Wann kommt er denn? Morgens, Mittag, abends oder in der Nacht? Wann kommt er denn? Morgens, Mittag, abends, in der Nacht? Was meinst du? Schieß raus. Was meinst du? Wann kommt der? Du kamst in der Nacht, Melina kam nachmittags und Dario kam, ach Dario sage ich, Luisa kam abends. Unser erstes Kind, was ich zu Hause geboren habe, die Fehlgeburt, die kam nachts. Und die Merle, die kam nachmittags. Nee, vormittags. Vormittags. Und wann kommt der Dario? Weißt du es nun? Ich sage abends. Und du? Freitag. Wie Freitag? Ich dachte doch Dienstag. Also doch nicht mit Dienstag. Der kommt schon am Freitag. Was ist das denn für ein Tag? Der 25. Da hat doch die Melina. Nee, Quatsch. Freitag ist der 24. Ein Tag vor Melinas Geburt. Da kommt der. Aha. Und wann? Abends? Nein, hier. Der ist lustig. Genau. Wo war ich? Nein, hier. Letzter Arbeitstag. Dienstag, nee, Montag ist der letzte Arbeitstag. Dienstag geht's dann los. Und heute habe ich somit die letzte Babyfigur modelliert. Das heißt, ich nehme keine Aufträge mehr an. Ja, das ist das letzte Paket. Zeig euch das gleich auch so. Guck mal, das Essen ist fertig. Zeig euch das gleich auch so. Oder ich poste hier ein Bild. Da kann man es besser erkennen, ne? Genau, dann. Das ist das letzte Sternchen-Baby, was ich jetzt modelliert habe. Werde das Paket dann noch fertig machen. Kommt zu den anderen Paketen. Wird von Hermes dann hier zu Hause abgeholt. Alles ganz bequem und easy. Ja. Irgendwie weiß ich jetzt schon, dass ich diese Arbeit vermissen werde. Ja, Schatz. So, dann bekommt dieses kleine Baby jetzt auch noch ein Fotoshooting. Und dann geht's los an die Wickelkommode. Oh mein Gott, ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Das wird bestimmt hübsch aussehen. Mädels, zeige euch jetzt erstmal die Ecke. Ich habe jetzt alles runtergenommen. Ich liebe diese Kommode, ne? Es ist eine Wickelkommode. Aber eigentlich kannst du hier nur dieses kleine Holzteil entnehmen. Und dann hast du eine super tolle Wickelkommode. Haben wir damals für den Gianno gekauft, als er geboren ist. Die war auch recht teuer. Dazu der passende Kleiderschrank steht jetzt bei Luisa im Zimmer. Und ja, jetzt wird das Ganze erstmal so ein bisschen abgewaschen. Und dann machen wir das Ganze ready für Dario. Da steht jetzt nicht mehr da steht jetzt nicht Dario drauf, aber ich mag dieses Bild und das bleibt auch weiterhin hier hängen, falls ihr euch fragt, ja, was passiert damit? Ich finde das total süß. Zuerst hatten wir uns, dann bekamen wir euch, nun haben wir alles. Mega, mega süß. Und ja, erstmal sauber machen und dann geht's los. Sehen könnt ihr mich jetzt schlecht. Ich habe jetzt aber hier ein Feuchttuch, den habe ich ausgewaschen, also einfach nur mit Wasser. Nichts Besonderes, gehe einmal überall drüber. Dann hatte ich was eingekauft, das zeige ich euch gleich. Das ist noch in der Einkaufstüte drin. Ich habe auch noch gar nicht geschaut, ob es passt. Ich habe nämlich nicht gemessen. Ich hatte für die Seite so Körbchen gekauft, weil das ist nämlich die Seite, wo die Lu eben auch dran kommt. Die ist einfach schon mega groß. So. Einmal schön sauber machen. Ich meine, schmutzig ist es ja nicht, aber einfach einmal überall mit so einem Tuch drüber. So. Dann nehme ich euch mal eben mit drüber.
gab nämlich die Tüte noch drüben im Shop. Hatte solche dunkelblaue Körbchen gekauft. 2 oder 3? Bei Action, genau, dafür gibt es für euch auch ein Action-Haul. Aber den habe ich jetzt noch nicht abgedreht, weil es gab es ja vor kurzem erst ein Action. Und momentan bin ich da ja so oft. Aber es war wirklich nur kurz beim, also bin nur kurz schnell rein und ja, habe die Sachen geholt, die ich brauche. Es sind gar nicht so viele Teile. Werd aber heute nichts zeigen. Das machen wir dann. Hier ist die gute Tüte. Genau, so sehen die aus, in dunkelblau, gab es noch mehrere Farben, meine ich, also auf jeden Fall, aber ich weiß jetzt nicht, was für Farben genau. Ich habe jetzt einfach mal 2 Größe, eine kleine mitgenommen, so. Und zwar die Maße, wollt ihr die Maße wissen, die größeren, sage ich mal, die haben 99 Cent gekostet und die etwas das kleinere, ja, ist jetzt blöd zu filmen, aber anders geht es gerade nicht, also 2x in dieser Größe, 22 mal 14 mal 7 cm in blau und das kleine 13, 13, 6. Ich dachte mir nämlich, 3 hiervon werden wahrscheinlich nicht passen. Nehme lieber noch ein etwas kürzeres mit. Ja, muss ich jetzt gucken. Also die passen perfekt. Oh mein Gott, es hätte tatsächlich noch ein drittes gepasst. Aber ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Jetzt mit diesem etwas kleineren. Ich zeig mal drauf. Schaut mal. Also hier ist noch so ein Stück geblieben. Es hätte tatsächlich 3 davon auch gepasst. Aber das gefällt mir trotzdem. Hier kann man dann immer noch was hinlegen. Klar kann die Lou hier auch trotzdem dran. Ne? Dann greift die und alles fällt. So ist es nicht. Aber wenn man, also vielleicht, ja, bringt das ja doch was. Ich weiß es nicht. Ich hätte die ja eigentlich gerne in grün gehabt. Aber finde, dass dieses Blau auch zu diesem Bild passt. Genau. Schaut mal. Das habe ich jetzt draufgelegt. Kann man auch komplett auf Seite schieben. Dann hätte man hier seitlich auch noch mal ein bisschen Platz. Ja. Um zum Beispiel eine Rassel oder sowas, was die, womit die Babys dann halt spielen können. Ne? Genau, also wäre eine Option. Hier die, wie sagt man, Auflage, die habe ich auch selbst genäht. Genau, davon haben wir noch die passende Bettwäsche und ein bisschen Deko in diesem Grün. Ich finde das total schön. Den hatte ich übrigens immer da drunter liegen. Ich habe aber auch immer eine hier drauf liegen. Also wenn ich das Baby drauf lege, irgendwie habe ich das total gerne. Genau. So, dann. Ja, ich muss jetzt erstmal gucken. Wir haben ja, ich tue erstmal ein paar Sachen hier drauflegen, die auf jeden Fall hier irgendwo hinkommen sollen. Pampers, Windeln, die wollte ich jetzt nicht alle auspacken, aber ich weiß nicht, wollte mal gucken, welche Windel ich was. Also Windel würde ich dann gerne hier haben und hier. Vielleicht eins für Luisa, eins für Dari, wobei die Luisa, die möchte gar keine Windel mehr tragen. Und jetzt demnächst, also wenn die jetzt 2 wird, die wird ja jetzt 2 Jahre alt im April, dann nehme ich hier auch die Windel weg. Die will das gar nicht mehr, das ist schon echt nervig. Ihr seht mich ja gar nicht. Also, das ist wirklich schon nervig, weil sie zieht jeden Tag runter, aus. Jedes Mal, wenn sie Pipi möchte oder groß machen möchte. Sie sieht halt, dass die Großen auch auf Toilette gehen. Und ich habe so ein Klürchen von Twist Shake. Das ist noch oben. Den muss ich dann auch nochmal runterholen. Der ist neu. Dann kann die Luisa da ein bisschen trainieren, üben. Und dann braucht sie hier keine Windel mehr. Für die Nacht dann noch, ne? Genau, für die Nacht. Da muss nicht sein, dass sie nachts aufstehen muss oder weiß nicht, noch in, ja, in die Hose geht, ne? Muss ja nicht sein. Weiß ich nicht. Willst du mir helfen? Willst du die Etiketten rausmachen? Das hier? Ja.
Da muss ich gleich gucken, kannst ja mit überlegen, was da rein soll. Hier wollte Mama jetzt Windel reinmachen. Und ja, auf der anderen Seite, Mama, keine Ahnung, Feuchttücher und so. Mama, das ist abgegangen, komm bitte sein. Ich lasse am besten Musik laufen, zeige euch immer wieder so einen Zwischenstand, wie weit ich bin und so weiter. Und ja, ich selbst bin auch gespannt auf das Ergebnis. Ich bin soweit. Oh mein Gott, ich freue mich. Schaut mal. Oh mein Gott, und ich habe noch so vieles mehr. Aber das muss dann unten in den Schubladen. Das ist so süß. Also ein Spucktuch nehme ich mit ins Krankenhaus. Nehme ich mit ins Krankenhaus. Body, Hose nehme ich mit ins Krankenhaus. Nehme ich mit ins Krankenhaus. Beziehungsweise ins Geburtshaus. Also ich bleibe, wenn es geht, nur ambulant und dann gehe ich auch direkt nach Hause. Das ist eine Wickelunterlage. Die brauche ich dann hier, wenn ich das alles eingepackt habe. Die Tasche mache ich demnächst fertig. Da packe ich zwei Taschen ein. Erzähle euch aber dann in diesem Video, wieso, weshalb, warum. Hier habe ich einmal solche dünne Tücher. Das sind die Unterlagen. Das sind andere Windeln von Babylove, die ich dann auch mal testen wollte. Das ist eine Pränahrung, die hat meine Mama mitgebracht. Hat sie wohl falsch eingekauft, wollte sie eigentlich für meine Schwester ihr Baby kaufen. Aber die kriegt wohl eine andere Milch und deswegen hat meine Mama mir das mitgebracht. Aber ich finde es gut, dass ich eine Pränahrung habe, einfach für den Notfall, ne? Wenn die Mama, keine Ahnung, ins Krankenhaus muss oder sonst was. Dann haben wir hier Luisas Windel. Dann Darius Windel. Hier sind Sachen drinnen wie Wundschutzcreme und so weiter, Stilleinlagen, auch Cremes für die Brustwarze. Besonders die hier finde ich gut. Die kann ich auch empfehlen, die ist mega toll. Dann habe ich einen Schnuller. Haargummi habe ich immer sehr gerne hier. Und hier drin sind solche Stilleinlagen. Die brauche ich so eigentlich nicht. Aber sollte man wund werden, wieso auch immer, dann habe ich halt diese Stillhütchen. Damit kann man super gut stillen und die Brust
wird halt nicht, oder ne, der Nippel, der wird nicht wund oder nicht weiter wund. So, eigentlich passiert sowas nicht, wenn man das Baby richtig anlegt, aber wer weiß. Habe ich auf jeden Fall immer gerne da. Dann habe ich hier Feuchttücher, hier sind noch so Probewindel, die habe ich jetzt auch noch mal hier hingelegt. Dann habe ich hier eine Baby-Bauchtuchmaske. Die benutze ich jetzt demnächst. Ich muss jetzt gucken, wann ich das mache. Die wollte ich ja unbedingt mal getestet haben. Und das ist auch für mich. Also das ist jetzt eigentlich, das gehört eigentlich gar nicht hier hin. Genau. Und fertig bin ich drüben aber noch nicht. Ich muss nämlich noch die ganzen Klamotten ein bisschen falten, sortieren. Und dann wird das auch noch in die Schubladen geräumt. Mache jetzt hier noch eine Waschmaschine an. Kinder sind am Spielen im Wohnzimmer. Genau, das muss ich jetzt auch noch machen. Ich habe schon alles drin. Auf helle Wäsche. 1:20 Uhr und Start. Ich hoffe, dass die Tür nicht richtig zu. Ich glaube aber. Ja. Hopp. Damit die Kleinen nicht rangehen, ne? Hier die Lu. So. Die Tür zu. Weil wir hier die Heizung anhaben und im Flur nicht. Ja, und wollte unbedingt was angucken. Er hat tatsächlich einen Lieblings-YouTuber. Beziehungsweise zwei. Und ich trinke jetzt hier ein bisschen Buttermilch. Allerdings mit Geschmack. Das schmeckt viel besser wie das andere ohne Geschmack. Geht nicht. Oh, da habe ich was falsch gemacht. Moment, ich mache das nochmal neu. Weil ich habe gerade mein Smartphone mit dem Handy, mit dem Fernseher verbunden. Warte, ich gehe dann nochmal raus und mache das nochmal neu. Komm, die Kamera hier drauf. Doch, es klappt. Oh mein Gott, bloß nicht fallen. Man geht einmal komplett raus und dann mache ich das nochmal neu. Also der schmeckt richtig gut. Der ist jetzt mit Multivitamine. Richtig gut. Ich trinke jetzt nicht den ganzen am Tag, aber so immer so ein bisschen. Was ist, Lu? So, Player schließen. Moment, ich gehe einmal komplett raus. Luise, ziehst du dir die Schuhe an? Möchtest du eine Runde spazieren? Hm? So, Gianno, ich mache das jetzt nochmal neu. Ah ne, ich bin jetzt falsch. Wollte euch noch eben was erzählen zu den Pampers, genau. Also jetzt nicht zu den Windeln selbst, sondern es gibt eine App, eine Pampers-App. Erzähl euch das. So, Gianni, ich versuch mal. Was ist? Willst du mit der Didi-Maus spielen? Und die Medina weiß ich nicht. Der schmeckt richtig gut. 61 Kalorien auf 100 Gramm. Das sind 500 Gramm, das heißt 500 Milliliter. Hm? Was gibst du? Abendessen. Abendessen ist aber noch früh. Hast du jetzt schon Hunger? Also heute Abend weiß ich noch gar nicht. Können wir gleich zusammen überlegen. Wieso geht das denn jetzt nicht, Jano? Und was stimmt da nicht? Und wie stimmt da was nicht? Hast du Hunger? Willst du Brot essen? Soll ich ein Brot machen? Soll ich hier Obst schneiden? Möchtest du einen Joghurt essen? Mhm. Was denn? Ein Joghurt? Dann schnapp den Löffel, setz dich zu mir, hol den Joghurt. Dann musst du mal gucken. Ja, Erdbeere hättest du gerne, ne? Die sind alle gegangen. Banane. Mhm. Und Pfirsich. Mhm. Die sind aber auch sehr lecker. Pfirsich? Mhm. Pfirsich ist auch sehr lecker. Was Pipi? Mhm. Dann los. Was Pipi? Ich werde das im Jan hier einstellen und dann melde ich mich, wenn ich dann wieder
vor der Wickelkommode stehe, dann kann ich es euch besser zeigen. Es geht nämlich um die Pampers App. Da kannst du einen Code eingeben, kannst Punkte sammeln und kannst dann... was ist da passiert? Ja, sieht gut aus, ne? Steht vor der Wickelkommode und fragt, was ist hier passiert. Und dann kannst du mit den Punkten entweder 3-Euro-Gutscheine zum Beispiel einkaufen, also dann solche bei der M für Pampers-Windel einlösen kannst. Und Produkte, da müssen wir mal gucken. Ich habe das jetzt nicht so vom Kopf her. Ich weiß aber, dass du, wenn du zum Beispiel bestimmte Punkteanzahl erreicht hast, dass du auch Pampers nach Hause kostenlos zugeschickt bekommst oder eben du kannst das aussuchen, kannst es dann vor Ort kaufen, aber dann kriegst du es halt kostenlos. Also eine tolle Sache, wenn man die sowieso immer da kauft, dann kann man auch nebenbei eben mal sammeln. Wir tun es auf jeden Fall schon länger, schon immer gemacht und schon oft Entscheide bekommen und kann ich nur empfehlen. Früher war das ein bisschen, da gab es mehr Auswahl, sage ich mal. Du konntest zum Beispiel auch Amazon-Gutscheine nehmen oder andere Gutscheine, weiß ich nicht was. Auf jeden Fall eine coole Sache. Genau, Hip hat das übrigens auch, ja. So, dann mache ich das noch eben und melde mich dann gleich, wenn ich vor der Wickelkommode stehe. Jetzt seht ihr mich wieder schlecht und nee, so kann man nicht filmen. Dann halte ich doch lieber fest. Vielleicht sogar so besser, wie so. Und zwar zu den Pampers ist hier drinnen immer so ein Code. Den könnt ihr dann in der App eingeben und dann gibt es Punkte. Und ich glaube, genau, ab Windelgröße 2 gibt es dann nochmal extra Punkte. Das lohnt sich also schon, wenn man die sowieso immer kauft. Kann man die auch ruhig da eingeben und irgendwann kannst du dann auch Windel kostenlos dann bekommen. Also warum nicht? Ja, Kinder sind jetzt ein bisschen laut. Kriegen ein bisschen durch. Fahren mit denen. Ja, so Art Bobby Car. Hatte ich ihn erlaubt. So lange will ich es kaputt machen. Genau, und das war jetzt die, wo ich die hier befüllt habe. Nur das Lerngang habe ich eingeben, kann weg. Also ein Tipp von mir für euch. Warum nicht? Kann man doch machen. Genau. Bin soweit fertig. Und genau, was ich noch berichten wollte. Ich habe ja gesagt, dass ich alle pinke Sachen, rosane Sachen mitgewaschen habe. Ja, das ist jetzt ein Sommerteil. Und dass ich das notfalls auch meinem Jungen anziehen würde. Ich habe mich aber jetzt doch dafür entschieden, dass Dario kein Rosa tragen wird. Und deswegen kommen diese einfach weg. Die kann man ja gut bei Vinted verkaufen. Und deswegen werden die Teile da einfach jetzt günstig reingestellt für 1 Euro oder was. Und ja, dann kommen die Sachen weg. Weil ich kenne jetzt auch niemanden, wo ich die verschenken kann. Stell einmal da rein oder mach ein günstiges Paket. Da freut sich vielleicht eine andere Mama drüber. Und wir haben Platz und mein Junge muss kein Rosa tragen. Genau. Übrigens kann man da nicht nur gut verkaufen, sondern auch gut einkaufen. Hab da auch meinen Account und habe da schon einiges verkauft. Und habe aber auch schon tatsächlich auch gekauft. Ja, genau, warum nicht? So, ja, ein kleiner Stapel. Ja, die Wäsche, die ist schon fertig. Die nehmen wir jetzt einmal raus, beziehungsweise die Mädels. Die stehen schon davor und die streiten sich ja immer, ne? Wer die Wäsche rausnehmen darf. Wow, Jan hat die Couch schön gemacht. Wow. Ihr braucht euch nicht streiten. Vielleicht könnt ihr das auch zusammen machen. Nee, jeder will es komplett immer machen. Jeder ein bisschen. Dann ist doch keiner traurig und das geht flott zu zweit. Ja? Okay. Dann wollen wir. Luisa macht gar nichts. Ja, will die vielleicht nur zugucken. Ich muss gleich mal deine Haare neu machen. Melina hat ihr Minnie Maus Hausanzug oder auch Pyjama an. Wow, das ist ein Kostüm. Spider-Man. Riecht gut? Das ist die Mütze von Spider-Man. Ja, auch da rein. Ja, auch da rein machen, Schatz. Fertig. Sicher? Nichts mehr drin? Das muss man aber jetzt tragen. Das ist ein bisschen schwer für euch. Hab den Wäscheständer reingebracht. Welche ist noch im Korb? Haben wir jetzt richtig
toll gemacht. Und ja, für mich geht es jetzt mit Wäsche weiter. Carlitos wollte jetzt was mit den Kindern zusammen machen. Und ich wollte das Video jetzt hier beenden. Ich hoffe, das hat gefallen. Wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss.